Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Wir werden sehr häufig in den Kommentaren und auch in unseren E-Mails gefragt, ob wir nicht mal bestimmte Modelle testen können, die es halt hier als Test noch nicht gibt. Was dabei sehr häufig gefragt wurde, was ist eigentlich mit den Akkustaubsaugern von Makita? Können die was? Kann man die auch so wie jeden anderen Akkustaubsauger nutzen? Ja, und da das wirklich häufiger gefragt wurde und Makita ja eine Marke ist, die man durchaus kennt, hauptsächlich für ja, Bohrmaschinen oder alles, was so im handwerklichen Bereich auftaucht. Ja, da das so häufig gefragt wurde, haben wir gedacht, okay, wir kaufen uns einfach mal ein paar Modelle. Unter anderem haben wir jetzt hier den Makita DCL281FRF. So nennt sich das Modell. Den haben wir uns gekauft und jetzt wird der genauso durch unsere ganzen Tests hier gleich einmal durchgeführt. Und dann schauen wir, wie ist die Qualität, wie ist der Aufbau, wie gut ist die Reinigungsleistung und die Handhabung. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß! Ja, wie immer haben wir auch von diesem Akkustaubsauger von Makita alle technischen Daten in unserem Akkusaugerfinder zusammengefasst. Der Link ist hier oben in der Infokarte und da könnt ihr generell alle von uns getesteten Akkustaubsauger und noch viele mehr finden. Könnt diese mit verschiedenen Filtern euch anschauen, also was sollen sie maximal kosten, was sind die Funktionen, was ist euch da besonders wichtig. Ihr könnt aber auch Akkustaubsauger wie hier den von Makita direkt mit anderen Modellen vergleichen, könnt sie direkt gegenüberstellen, könnt sehen, wie wir getestet haben. Was dabei rausgekommen ist, all diese Infos findet ihr im Akkustaubsauger-Finder. So, wir gehen wie immer erstmal das ganze Zubehör durch und das ist hier gar nicht so viel. Und generell muss man dazu sagen, wenn man nach Makita Akkustaubsaugern zum Beispiel auf Amazon sucht, dann stellt man fest, dass die besonders günstig oder unerwartet günstig sind, weil Makita ist eine Marke, die, wie gesagt, ich kenne sie so von meinem Schlagbohrer, den ich zum Beispiel habe, oder vom Akkubohrer. Die sind ja schon eher gute Modelle und dementsprechend etwas teurer. Die Akkustaubsauger sind aber echt günstig. Auch dieses Modell hier, so wie ich es hier habe, mit Akku und Schnellladegerät, kostete nicht ganz 150 Euro. Und ganz häufig findet man die Modelle direkt ohne Akku und dann kosten sie teilweise 45 Euro. Ist dann also erstmal, dass man denkt, okay, wieso sind die so günstig? Das ist auch eine Besonderheit, denn diese Akkus, die hier verwendet werden, sind so ähnlich wie bei der Marke Bosch. Das ist so ein Konzept, das heißt, ihr könnt halt diesen Akku hier nehmen für verschiedene andere Geräte von Makita. Müsst also nicht zwingend, wenn ihr zum Beispiel schon eine ganze Garage voll von Makita-Produkten habt, nicht unbedingt zum Akkustaubsauger auch noch den Akku dazu kaufen, was ja meist das teuerste an dem Produkt ist, sondern könnt ihn einfach auch schon hierfür verwenden. Und wenn ihr dann halt saugt und braucht ihn danach für die Bohrmaschine, könnt ihr halt hin und her switchen. So, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Wenn das Ding dann geliefert wird, der Akkustaubsauger, und theoretisch finde ich fast, ist es eher eine Art Handstaubsauger verlängert, merkt man erstmal, dass er sich qualitativ auf den ersten Blick erstmal so, naja, anfühlt. Also, Zubehör einmal kurz durchgegangen. Das hier ist der Hauptaufsatz. Da ist hier noch so eine Klemme bei, das macht man hier rüber und kann damit diese kleine Fugendüse mit dran machen. Und das ist alles wirklich so einfach nur haptisch, echt Plastik, was sich auch nicht so krass hochwertig anfühlt. Man kann halt hier vorne das abmachen, um dann halt den anderen Aufsatz drauf zu machen. Da gibt es auch nichts, was irgendwie einrastet oder so, wird nur gesteckt. Und hier unten hat man auch nur eine Direktabsaugung. Zwei so Rollen, gar nichts, was hier irgendwie rotiert und so weiter. Ja, und da habe ich erstmal gedacht, okay, das fühlt sich sehr, sehr billig an. Beim Akkuhandteil hier dann tatsächlich ein bisschen besser, weil es hier auch gummiert ist und man hat halt hier eine Taste zum Einschalten und dann kann man drei Stufen durchschalten und hiermit schaltet man das Ganze wieder aus. Sonst gibt es ja gar nicht viel zu sehen. Das ist von der Qualität her okay, aber auch alles noch sehr plastiki. Das Ganze wird hier aufgedreht, so zur Seite. Und jetzt habe ich gerade vorhin damit gesaugt. Machen wir erstmal den Kram hier zur Seite. So, und so sieht das jetzt, gerade wenn man viel gesaugt hat, ist ja auch immer interessant, wie das danach aussieht. Und ich habe hier einen Hund und Katzen, die gerade alle ihre Haare verlieren. Das ist so eine Art Filter und ja, das hier ist der Staubbehälter, wo alles drin landet. Und ich möchte behaupten, dass ich davon ausgehe, dass das halt, weil es eben auch von Makita ist, dafür gedacht ist, dass ihr das vielleicht eher in einer Werkstatt einsetzt, wo gesägt wurde und dann müsst ihr da die Hobel oder so oder Späne aufsaugen. Den Filter kann man hier auch so drehen und rausnehmen, so nach oben hin abnehmen. Ne? Einfach nur, dass man es mal gesehen hat. Der ist jetzt hier natürlich komplett dreckig. Aber macht hier nichts, dass man das aussieht. Muss hier nicht immer alles out of the box auf dem Tisch aussehen. So, das ist halt hier die Aufmachung. So wird auch der Staub entleert. Und der Akku kommt halt hier eben einfach ran. Dass es halt ein Akku für verschiedene Produkte ist, habe ich ja eben schon gesagt. So, ein bisschen sauber machen. So, also es heißt, qualitativ fällt halt direkt auf, dass man denkt, okay, das ist eher Low-Level-Materialqualität. Es ist in diesem Lieferumfang, in diesem Set halt hier auch das Schnellladegerät dabei. Wie gut das Ganze funktioniert und so weiter, Handhabung, Laufzeit und so, da komme ich natürlich gleich zu.
Ja, und das ist es eigentlich erstmal. Also, der Ersteindruck ist erstmal qualitativ etwas, ja, unteres Level, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach wahrscheinlich eher so für Werkstätten gedacht. Trotzdem fragen natürlich viele, kann man die auch so im Alltag nutzen? Und das schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen mit der Reinigungsleistung. Los geht's. Ja, sprechen wir über die Reinigungsleistung. Kurz nochmal der Hinweis vorher, falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst doch gerne ein Like für dieses Video da und ein Abo für den Kanal. Aktiviert auch die kleine Glocke hier unten. Ihr verpasst keine Videos. Wir kriegen ein paar mehr Abos dazu, was den Kanal weiter voranbringt, also eine Win-Win-Situation. Lasst also gerne kurz ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Weiter geht's. Ich nehme hier selber jetzt erstmal den Akkustaubsauger Finder, um euch hier die Werte einmal vorzutragen. Ich habe natürlich wieder wie immer alles gleich gemacht. Die gleiche Mischung abgewogen. 100 Gramm einer Mischung aus Vogelsand, Spänen und Katzenstreu, einmal Hartboden, einmal Teppich und dann wird vorher und nachher gewogen, wie viel aufgenommen werden kann. Und ja, ich war sehr skeptisch und habe gedacht, das hier, das kann eigentlich nicht sein und ich werde euch jetzt gleich erzählen, wie schlecht das funktioniert hat. Ja, Pustekuchen. Ich war selber sehr überrascht, denn auf Hartboden wurden 99,41 Gramm aufgenommen. Dazu muss man sagen, dass Hartboden jetzt nicht so ultra schwer ist. Viele Geräte nehmen über 99 Gramm auf. Aber das hat hier auch wirklich sehr gut funktioniert, wie das gemacht wurde. Also man sieht sehr schön, wie schon bevor der Aufsatz hier vorne auf das, die Verschmutzung zukommt, wie das schon von alleine in die Richtung sich die Partikel bewegen und aufgesaugt werden. Das hat mir echt sehr gut gefallen und ich war sehr überrascht. Dann kam das Ganze mit dem Teppich. Und hier ist ja keine Rolle drunter, die irgendwie rotiert und irgendwas durch den Teppich durchkämmt. Trotzdem wurden hier 62,10 Gramm aufgenommen und auch das hat mich echt überrascht. Die reinen Werte hier, die sind wirklich vollkommen in Ordnung. Und ich habe selber überhaupt nicht damit gerechnet, dass solche Werte hier aufgenommen werden können. Denn es gibt Akkustaubsauger, die haben hier unten eine Bürste drin und auch viele andere Features und die schaffen das nicht. Von daher echt nicht schlecht. So, das sind die reinen Werte. Wichtig ist dabei natürlich auch die Handhabung. Das ist hier auch nochmal was, was auf jeden Fall angesprochen werden muss. Das machen wir im nächsten Part, wo wir über Handhabung und Features sprechen. Weiter geht's. Ja, Handhabung, Features, das ist bei Akkustaubsaugern einfach richtig wichtig, weil man teilweise wirklich lang mit den Geräten durch die Wohnung fährt, rummanövriert. Da sind mir einige Punkte aufgefallen und die möchte ich jetzt einmal durchgehen. So, die reine Handhabung ist erstmal so, das Ganze bedienen und hier so weiter und wie es in der Hand liegt, das ist erstmal völlig okay, da habe ich keine Kritikpunkte. Was mir direkt aufgefallen ist, dieser Akkustaubsauger, wenn er komplett zusammengesetzt ist, ist kleiner als die meisten durchschnittlichen Geräte. Die sind meistens so um die 110 cm hoch. Hier sind es nur knapp mehr als 1 Meter. Ich glaube, 102 sind auch alle Daten im Akkustaubsaugerfinder. Und das merkt man. Also, je größer man wird natürlich. Ich bin 1,82 und ich merke schon, okay, das geht. Aber in der Vorwärtsbewegung muss ich dann halt auch schon den hier machen. Und wäre ich noch ein Stück größer, dann müsste ich mich wahrscheinlich richtig bücken, um damit zu saugen. Das ist schon mal ein Ding. Wenn ihr groß seid, dann wäre das wahrscheinlich echt nichts für euch. Und dann ist die Handhabung hier vorne auf Hartboden noch in Ordnung. Ich meine, das Ganze ist schön flexibel. Ich kam damit super unter mein Sofa drunter. Zwar hebt die Bürste so ab einem gewissen Punkt nach hinten ab, aber man kann es zur Seite drehen durch diesen Kugelkopf hier und kann dann echt unter flachen Möbeln reinigen. Aber die Handhabung auf einem Teppich und je höher, floriger der dann wird, umso mehr uncool ist das. Das sieht man auch in den Tests, die ich gemacht habe. Eben habe ich über die Reinigungsergebnisse gesprochen, aber wie ich das dann mache, ich musste das echt mit zwei Händen machen und vorführen geht so einigermaßen, aber auch nicht so richtig gut und zurück dann irgendwie gar nicht. Von daher würde ich sagen, ja, die Ergebnisse sind ja dazu gezwungen, eigentlich ganz okay, also so von mir dazu gezwungen, diesen Test jetzt durchzuführen, aber so rein, wenn mich jetzt jemand fragt, möchte ich damit einen Teppich saugen und gerade die Teppiche hier im Test und ich habe auch noch einen anderen etwas höherflorigen, das macht keinen Spaß. Dementsprechend würde ich ihn eigentlich für die Nutzung auf Teppichen nicht empfehlen, obwohl er da, wenn man es forciert, doch Ergebnisse erzielen kann. So viel dazu. Das schränkt meiner Meinung nach die Nutzung in manchen Bereichen definitiv ein. Den Filtertest habe ich auch hier mitgemacht. Da ist er sang- und klanglos durchgefallen. Also klar, der Filter ist, denke ich mal, auch nicht dafür gedacht, dass der solche Feinpartikel aufhalten sollen. Ich denke, meiner Werkstatt, was da so aufgehalten werden soll, also wie gesagt, so Späne oder wofür ich den Einsatz mir vorstellen kann, sowas wird halt zurückgehalten, ist dann aber auch nichts für Allergiker und so weiter. Also dieser Nebel wurde hier komplett durch die Gegend gepustet.
Akkulaufzeit, auch immer ein sehr interessanter Punkt. Und ich habe mir das hier aufgeschrieben. Da war ich auch wieder sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Der Akku hat einmal komplett vollgeladen, auf der höchsten Stufe von diesen dreien hier eingestellt, 18 Minuten und 56 Sekunden durchgehalten. Das ist echt spitzenmäßig lang. Und was da dann noch mit dazugehört, ist die Tatsache, dass mit diesem Schnellladegerät, was in diesem Set hier mit dabei ist, der komplett leere Akku in etwas mehr als 20 Minuten, das sind glaube ich 22 Minuten, wieder voll ist. Und das geht richtig schnell. Also die normalen Akkustaubsauger, wenn die leer sind und man sie volllädt, dann dauert das 2, 3, teilweise 4 Stunden, bis die komplett wieder aufgeladen sind. Das geht hier also richtig schnell. Also wenn man hier noch einen zweiten Akku dazu kauft, dann hat man hier quasi unendliches Saugen und kann immer wieder nachlegen. Ja, so, Features nochmal kurz angesprochen. Hier vorne gibt es ein kleines LED-Licht. Das ist jetzt nicht so cool, als wenn es direkt unten an der Bürste wäre, weil man natürlich von weiter oben leuchtet. So sieht das aus. Und was mir dabei noch aufgefallen ist, er ist auch ganz schön laut. Also auch das nochmal angesprochen. Ansonsten finde ich es gar nicht schlecht, dass man halt hier das vorne abmachen kann und kann dann hier den Aufsatz so drauf machen. Und dann war das tatsächlich ganz praktisch, um damit zum Beispiel irgendwie so hinterm Sofa zu saugen oder an so kleine Sachen, wo man sonst nicht rankommt. Das ist schon ganz cool. Aber ihr habt hier natürlich nicht solche Aufsätze, wie zum Beispiel eine Milbenbürste, die es bei manchen Akkustaubsaugern gibt, um so Tierhaare oder so aufzunehmen. Trotzdem, bei den Tierhaaren ist mir auch aufgefallen, wie gesagt, mein Hund verliert gerade ohne Ende hier seine Haare und die Katzen genauso. Und das wurde super aufgenommen mit diesem Aufsatz, auch ohne irgendwelche rotierenden Bürsten hier unter. Also die Handhabung hat ihre Einschränkungen, habe ich gerade gesagt, ist in manchen Anwendungsfällen aber auch echt cool. So viel dazu und dann fassen wir nochmal ganz kurz alles zusammen in meiner Meinung zum Makita Akkustaubsauger. Ja, um die Frage zu beantworten, ob man meiner Meinung nach die Akkustaubsauger von Makita auch für die allgemeine Nutzung im Haushalt so als tägliches Gerät nutzen kann, ich würde sagen, nein, da gibt es zu viele Dinge, die mir persönlich da nicht zusagen, um ihn hier so als mein Daily Driver zu nutzen. Das ist zum einen die Höhe, da ist er mir persönlich zu kurz. Qualitativ, ja, okay, das ist jetzt, mag man sehen, wie man will, aber wenn er jetzt nicht kaputt geht, ist es auch nicht so schlimm, dass die Qualität hier nicht so high-end ist. Mir gefällt dieser Aufsatz hier gerade auf Teppichen überhaupt nicht, weil er sich da echt schlecht führen lässt. Die Reinigungsergebnisse waren wiederum aber echt gut. Das mit dem Akku ist cool, dass der super lange hält, auch für verschiedene andere Geräte genutzt werden kann, super schnell wieder aufgeladen ist. Also der hat schon seine Daseinsberechtigung und mit Sicherheit viele verschiedene Anwendungsfälle, zum Beispiel im Auto, in der Werkstatt, in der Garage. Es gibt absolut eine Daseinsberechtigung und auch Anwendungsfälle dafür. Für mich so als reinen Daily Driver, als einzigen Akkustaubsauger, den ich immer wieder für alles hier benutze, langt es für mich persönlich leider nicht. Das ist meine Meinung zu diesem Modell von Makita. Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Kommt aber auch gerne in unsere Akkustaubsauger-Facebook-Gruppe. Da könnt ihr euch mit über 6000 Nutzern austauschen, auch zu den Akkusaugern von Makita. Wenn ihr Lust habt, euch noch ein weiteres Video anzuschauen, findet ihr das direkt hier. Da könnt ihr den Kanal abonnieren und hier geht's zum Akkustaubsauger-Finder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.